Nur eine Autostunde von Wien entfernt bin ich jetzt am wunderschönen Semmering angekommen. Der Sommer ist hier genauso schön wie der Winter. Nur jetzt hat es mumifizierte 7 Grad hier und ich genieße den Winter und das Skifahren. Das rege Treiben natürlich auch. Ohne meinem Team. Ich rede erst gar nicht über mein Team. Wissen Sie wieso? Weil überall, wo ich bin, sind die innerhalb der nächsten Stunde da. Ja? Meine Räubersbande ist eh immer live dabei. Ja, fecht. Sie beim Skifahren sehen, ist wie auf in Sibirien. Ja, genau, die coolen Sprüche, die braucht man beim Skifahren natürlich auch. Hallo! Und die Wiener Kotz ist natürlich auch dabei, wieder typisch. Aber solange die Frau Petrova nicht dabei ist, ist mein Geldbörsel ein bisschen leichter. Ich komme uns her, fecht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hauen uns jetzt auf die rote, auf die blaue Piste und dann zeigen sie uns endlich ihr Können. Wir befinden uns hier bei der Skischule am Semmering und obwohl ich schon wirklich wie ein richtiger Profi fahre, brauche ich immer wieder einen Skilehrer. Und diesmal habe ich mir die beste und schönste ausgesucht, die Caro. Sag mal Caro, was kannst du uns über die Skischule am Semmering so erzählen? Also die Skischule am Semmering ist eine traditionelle Skischule, die gibt es schon seit den 60er Jahren. Und 2016 im Oktober wurde sie vom Reinhard und der Saskia dann übernommen. Und da haben sie dann auch den Leo-Park gebaut. Das ist ein Park für Kinder von 3 bis 5 Jahren mit einem Teppichlift. Der wird auch jedes Jahr beschneit. Und da können sogar die Kleinen dann schon beginnen mit dem Skifahren. Dann könnte man in der Skischule noch Semesterkurse belegen. Da kommen dann immer ca. 350 Kinder in einer Woche zu uns und machen einen Skikurs eine Woche lang. Und dann gibt es bei uns auch noch Privatstunden. Da hat man eine Privatstunde mit einem Skilehrer, der ist dann ganz für einen persönlich da. Und dann gibt es noch Skitouren oder Schneewanderwege, die man auch machen könnte. Und ja, das Ganze ist alles nur eine Autostunde von Wien entfernt. Was ist ein Skigebiet ohne eigener Gondel? Diese Frage hat sich Aristoteles schon gestellt. Na, ich stelle mir keine Fragen, wenn ich ehrlich bin. Ich mache, ich setze um. Wir haben eine Gondel begeben lassen. Mit dem jugendlichen Gesicht unseres Sohnes, dem Superstar, der Frau Schön, der Frau Petrova, den Herrn Sedevi haben wir oben und natürlich meine Wenigkeit. Naja, exklusiv für uns reserviert hier im Semmering. Ist eh klar. Also ich bin mir ja nicht sicher, ob dem Herrn Feicht das Kreuz so wehtut, weil wir ihm den ganzen Tag über die Piste gejagt haben, oder? Sein Geldbörsel ihm wehtut, weil ich mir das neueste Ski-Outfit und Equipment mit seiner Kreditkarte gekauft habe. Diese Frage wird sich gleich lösen, weil wir gehen jetzt nämlich Nacktrodeln hier am Semmering. Das soll legendär sein. Frau Schön, Sie meinen aber Nachtrodeln, oder? Das Lichtensteinhaus befindet sich am Gipfel des Zauberbergs auf 1350 Metern. Hier kann man gut speisen und wild in der Schirmbar Parapluie feiern. Mir gefällt es hier am Semmering. Ja, mir gefällt es gut. Ich finde toll, dass man das lernen kann in Gruppen, das Skifahren. Man kann natürlich auch bei Nacht Skifahren.
Und das Nachtrodeln ist einfach das Geilste. Und das probieren wir jetzt aus. Ja, ich freue mich schon darauf. Ich habe das noch nie gemacht. Rodelspaß für Jung und Alt bietet die rund 3 Kilometer lange und auch bei Nacht beleuchtete Rodelbahn. Wie Sie vielleicht wissen, habe ich 2002 in Salt Lake City bei den Olympischen Winterspielen auch mitgemacht. Im speziellen Rodeln. Dort habe ich auch schon ein Rodel geschrottet. Aber ich meine, das passiert halt bei einem Profi. Aber hier rodelt man ja eh mit gescheiten Rodeln. Ja? Die Piste ist einwandfrei präpariert und das Ganze bis 22 Uhr in der Nacht. Ich kann nur sagen, das macht richtig Spaß und ist geil. Frau Schön, was machen wir jetzt? Nachdem wir in unserem Hotel schon ein lukulisches Mahl hatten, lassen wir uns jetzt flüssig verwöhnen. In Joanna! Zauberbar! Joanna, geboren, um Leben zu geben. Ein unvergessliches Après-Ski-Feeling erlebt man in der Zauberbar am Fuße des Zauberbergs. Musik für jeden Geschmack und Live-Acts sorgen für gute Stimmung. Dein Lächeln ist